Ab, Leute! Und herzlich willkommen zurück zu Minecraft New World. Oh yeah. Letztes Mal ist tatsächlich schon etwas länger her. Das war noch vor dem Militär, noch ein bisschen länger vor dem Militär. Aber jetzt geht es endlich mal wieder weiter. Was haben wir denn letztes Mal gemacht? Ich glaube, letztes Mal haben wir so eine Schmiede halb fertig gekriegt. Die müssten wir eigentlich noch zu Ende bauen, aber habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Es ist ja, glaube ich, noch so ein halbes Dach, das wir fertig machen müssen. Heute machen wir was anderes. Und zwar heute wollen wir mal dafür sorgen, dass dieser Berg da drüben vielleicht ein bisschen mehr wie eine Festung aussehen würde. Vielleicht, ich hoffe es. Und dazu habe ich mir was Kleines mal kurz vorgebaut. Zwar seht ihr, dass da oben dieser Cobblestone-Schlange da oben. Ich gehe mal kurz in den Game Mode, damit ihr das besser seht. Hier möchte ich nämlich gerne eine Mauer drüber zimmern. Also so eine richtige Burgmauer. Ja, wie man sie kennt, aus massivem Stein und alles. Ist dann auch so ein bisschen brückenartig und so. Und ich hoffe, dass sie dann ganz gut aus. Die werden wir hoffentlich auch an anderen Stellen noch hinbauen, solche Mauern. Aber jetzt habe ich sie vorerst mal hier hingesetzt. Ich habe noch Plätzchen gesucht, nicht so wirklich gute Plätze gefunden. Und deshalb habe ich jetzt auch noch so ein bisschen geschummelt und offscreen habe ich hier noch ein bisschen Terraforming gemacht. Also vielleicht fällt es einem auf, das hier ist nicht natürlich, sondern hier habe ich so ein ganz bisschen so aus dem Berg hinaus gebaut noch. Das ist so ein kleines Stückchen. Einfach damit die Mauer hier hinkommen kann überhaupt. Weil sonst würde die einfach in den Abgrund stürzen, die Mauer. Das wäre nicht so cool. Also hier habe ich einfach so ein Stückchen noch kurz hingeklatscht. Offscreen. Ja, und diese Stange hier habe ich noch hingebaut. Damit ich nicht so viel überlegen muss während dem Part. Sondern damit ich einfach mal drauf losbauen kann. Und ich benutze jetzt natürlich einfach mal die Treppe da nach oben. Und fliege nicht hier nach oben, weil das wäre ja langweilig. Oh, schon hier. Das ging schnell. So, und schöne Wind Waker-Musik nebenbei, das ist doch schön. So, ich habe mein Inventar mal vollgepackt mit dem Material, was ich finden konnte. Heißt ganz viel Stein. Das ist gut. Das Grundgerüst werden wir natürlich aus Stein machen. So, und ich würde sagen, wir machen das Grundgerüst einfach 3 breit. Und das müsste dann hier die Unterseite werden. Denke ich mir zumindest. Das heißt, die Mauer müsste auch noch ein gutes Stück höher werden noch. Dann weiß ich eben nicht mehr, wie gut das dann aussieht, wenn wir die jetzt noch hier, keine Ahnung, so 4-5 Blöcke hoch machen. Ob das dann noch irgendwie was nach was aussieht, weiß ich nicht. Aber ich habe ja auf jeden Fall schon einen Plan, so einen ganz groben, wie ich die Mauer machen will. Könnte ganz cool aussehen, könnte auch ganz scheiße aussehen, wie immer man kennt's. Minecraft halt. Minecraft, da ist man sich nie sicher, ob irgendwas gut oder scheiße aussehen wird. Aber ich denke, es könnte ganz gut werden. So, eigentlich muss ich den Pimmel da gar nicht mehr abbauen. Weil der kommt ja eh wieder da drauf irgendwann. So. Ja, Militär ist vorbei und ich kann wieder aufnehmen. Juhu. Ich könnte ein bisschen was über das Militär erzählen. Ich weiß ja nicht, ob das einige interessiert, wie es da so abläuft. Kann sein. Interessiert euch das? Na, sagt doch mal. Warum sagt ihr nichts? Ja gut, dann erzähle ich halt nichts. Doch, okay, also. Ich erzähle ein bisschen was. Ja, was macht man denn so die größte Zeit im Militär? Ja, also im normalen Betrieb. Warte, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Wie hoch machen wir das denn jetzt? Sagen wir mal 4. Also jetzt noch so 3, 1, 2, 3. So hoch. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, komm. Gucken wir uns. Ich erzähle gleich weiter, keine Sorge. Ich vergesse es schon nicht, aber ich will ganz kurz gucken, wie das aussieht. Ja, geht, oder? Geht tatsächlich. Ja, doch, doch, machen wir das so. Machen wir das 4 hoch. Okay. Ja, also im normalen Betrieb, das ist die größte Zeit, die man verschwendet, sage ich jetzt mal. Einfach nur warten auf Befehle. Weil das solche Organisationsspasten sind, die einfach nichts auf die Reihe kriegen. Gut, aus
was zur Verteidigung sagen. Da gab es auch Leute dabei, also die höheren Tiere, die jetzt zum ersten Mal einen sogenannten Wiederholungskurs haben. Also zur Erklärung, ein Wiederholungskurs ist halt ein Kurs, den man jedes Jahr machen muss, so wie ich. Ich muss jetzt zum Beispiel den Wiederholungskurs als Soldat machen und die höheren Tiere müssen das dann als Leutnant zum Beispiel machen. Die müssen dann eine Kompanie leiten. Und wenn die das zum ersten Mal machen, dann ist es halt ein bisschen, ja, ne? Bisschen schwierig, sag ich mal. Ja, und dann verbringt man die meiste Zeit einfach damit, irgendwo zu warten und nichts zu tun. Es ist ein guter Zeitpunkt, um einen Nintendo DS herauszuzücken und ein bisschen Pokémon zu züchten. Tja. Ja, und wenn's dann mal weitergeht, dann ist man entweder wieder am Warten, und zwar im Auto, beziehungsweise im Lastwagen, und fährt stundenlang irgendwo hin. Also ist komplett spannend, das Militär, wie ihr seht. Ja, fährt stundenlang irgendwo hin und das in mehrfacher Ausführung. Weil das Militär muss natürlich noch einen draufpacken und sinnlose Fahrten auch noch hinzufügen. Also da fährt man dann teilweise hin und her und ja, macht nicht wirklich was Tolles. Tolles macht man da sowieso nicht. Ja. Und wenn man da mal was macht, dann ist es Kisten schleppen. Japp. Da muss der Lastwagen ausgeladen werden und ganz viele Kisten geschleppt werden. Oh, ich habe gar nicht mehr so viele Steine. Ich würde sagen, ich mache hier einfach Baupfusch und mache drin einfach nichts. Finde ich gut. So. Ja, ganz viele tolle Kisten mit Computern und alles drin. Also es kommt natürlich schwer darauf an, was für eine Einteilung man im Militär hat. Ich bin zum Beispiel... Also unsere Kompanie bestand aus Informatiker. Also meine Einteilung war Informatik-Pionier. Und als solche baut man halt Computer auf für die ganz hohen Tiere, damit die da arbeiten können an einem bestimmten Standort. Ja, also müssen wir halt Computer und Netzwerk und alles so aufbauen. Und das bedeutet natürlich, dass wir tausende von unnötigen Kisten schleppen müssen. Einladen, ausladen, die ganze Zeit. Und dann wieder warten. Ja. Das war so grob das, was ich machen musste im Militär. Ach ja, nee, etwas hatte ich noch. Wache. Auch noch ein großes Thema. Die ganze Zeit muss Wache geschoben werden. Und das heißt im Endeffekt, dreimal dürft ihr raten. Genau, man muss warten die ganze Zeit. Man muss da sitzen und nichts tun. Auch wieder ein guter Zeitpunkt, um Nintendo DS rauszupacken. obwohl es ja eigentlich verboten ist. Ne? Bei der Wache darf man sich nicht ablenken, weil da muss man ja stets wachsam sein. Aber daran hält sich ja sowieso keiner. Man muss nur wissen, wann jemand kommt, um rechtzeitig das Ding wegzustecken. Dann ist alles gut. Ja. Genau, Wache hatte ich eben auch. Die Hälfte der Zeit war ich an der Wache. Also, war schon spannend. Muss ich sagen, Militär ist echt ein geiles Ding. Doch, kann man schon sagen. Du gehörst hier nicht hin, oder? Ich glaube nicht. So. Pam, pam, pam. Dann haben wir jetzt ja hier mal das fertig. Machen wir hier noch, klatschen wir noch was drauf. So. Habe ich noch was? Nein, ich habe nichts mehr. Ah, ich hätte Stufen. Kann man eigentlich auch machen. Warum nicht? Hätte man unten auch machen können. Aber lass ich mal. Dann hätte man vielleicht sogar da rumlaufen können. Ja, vielleicht ändere ich das noch. Oh, ich sehe gerade. Das ist nicht so praktisch hier. Habe ich da auch nochmal... Ne, da habe ich ja noch volle Steine verwendet, oder? Hier nicht. Hier schon. Okay. Ba, 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 bam. Ja. Genau, während der Militärzeit habe ich dann mein Gift-Arena-Team gezüchtet. Für Pokémon. Einige wissen das ja vielleicht schon, die Knall von Flo... Oder die Tweets von Flo und so verfolgen. Dass es mal so ein Arena-Leiter-Projekt geben wird. Und ich bin da ein Gift-Arena-Leiter. Dafür habe ich jetzt ein Team erstellt. Hat damit anfangs noch gegen einige ganz gut gewonnen sogar.
Einfach weil Überraschungseffekt halt sehr groß ist und es da einige Störenfriede, sage ich mal, da in dem Team hat. Aber das verfliegt leider sehr schnell und mittlerweile zum Beispiel gegen Flo kann ich nicht mehr gewinnen, weil es halt nicht so ein starkes Team ist. Es hat keine so wirkliche Brocken dabei. Ja, das macht es halt ein bisschen schwer. Das ist nur halt das Überraschungsmoment, das wirklich so dazu führt, dass man ein paar Kämpfe gewinnt. Aber ist ja auch schön sowas. Okay, wir haben jetzt hier das Grundgerüst mal fertig. Und jetzt würde ich gerne mit den Schätzchen hier was arbeiten. Ich bräuchte wahrscheinlich noch mehr Erde. Ja, okay. Ich baue mich mal hier rüber. Ich hoffe, dass die Erde reicht. Ich möchte mich hier so etwa in die Mitte bauen. Noch ein bisschen. Ja, die Erde könnte reichen. So. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Das ist 1, 2, 3, 4, also 7 breit. Jetzt kommen hier noch so Streben nach unten oder wie auch immer das heißt. Ein bisschen nach außen. So. Dann möchte ich immer so Freiräume von 3 in etwa, würde ich gerne lassen. Das heißt, hier würde eine Strebe hinkommen. Dann ist hier 3 Abstand, hier würde eine hinkommen. Ja. Ja, ja, ja. Genau. Okay, machen wir das mal. So. Muss ich wieder überlegen jetzt, wie ich das mache. Muss ich jetzt natürlich wieder ein Stückchen nach rechts, damit wir das hierher weitermachen können. Das würde sogar gehen, so wie ich mir das vorstelle, glaube ich. Ja. Okay, hier sind wir ein bisschen zu weit vorne. Machen wir das mal hier. So. Genau, 1, 2, 3. Da müsste ich hier dann wieder einziehen. So, und dann müsste hier einziehen. Richtig. Okay. Bisher klappt das ganz gut. Wenn das aufgeht, dann freue ich mich. Da freue ich mich. Eigentlich kann ich einfach da hochgehen. Ja. Geht wahrscheinlich ein bisschen einfacher. So, hier geht das wieder wunderbar. 1, 2, 3. So. Und dann müssen wir das hier so machen, ne? Ja. Okay. Sehr gut. Dann geht das ja wunderbar auf. Dann kann ich das hier auf der Seite auch noch so machen. Bam, 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 bam. Ach, Minecraft, ich habe dich ein bisschen vermisst. Das Problem ist, ich hatte vor Militär, hatte ich ja noch nicht so wirklich Lust mehr auf Minecraft. Weiß ich nicht, ob diese Lust jetzt vollständig zurückgekehrt ist. Hat wahrscheinlich damit zu tun, dass wir jetzt hier schon einiges gebaut haben. Und das ist bei mir immer so. Immer wenn auf einer Welt schon ein bisschen viel gebaut wurde, dann habe ich immer weniger Bock, da was zu bauen. Dann brauche ich immer wieder was Neues irgendwie. Aber ich weiß ja zum Glück noch, was ich alles bauen möchte. Und hoffentlich hält das dann auch noch so ein bisschen. Also ich habe mir noch so ein paar Sachen vorgenommen, die ich bauen möchte. Dann werde ich hoffentlich auch immer wieder mal Bock drauf haben, das auch wirklich zu bauen. Hoffen wir mal das Beste. So. Dann hier. War das so richtig? War das auf der anderen Seite genauso? Oh, nee. Guck mal, hier ist zum Beispiel was falsch. So. Nein! Steini! Geh nicht von uns! Okay, du bist nicht von uns gegangen. Okay, du bist aber von uns gegangen. Oh Mann, und du auch. Oh. Okay, also 1, 2, 3. Hier, das muss ich freilassen. Dann hier logischerweise. So. Bist du auch wieder weg? Pam, pam. Pam, pam. Aber war das jetzt da drüben auch so? Moment mal, muss ich mich direkt gucken. Das heißt, es würde ja auf dem letzten aufhören. Das glaube ich nicht. Warte mal.
Okay. Nee, das... Ach, guck mal, ich hab's hier auch falsch gemacht. Ach, und hier auch? Sag mal, bin ich behindert irgendwie? Warte mal. Hier ist es ja auch falsch. Was mache ich denn hier? Warte mal. Okay, jetzt kontrolliere ich da auch nochmal. Also 1, 2, 3, Säule. 1, 2, 3, Säule. 1, 2, 3, Säule. 1, 2, 3, Säule. Okay. Dann jetzt hier nochmal. 1, 2, 3, Säule. 1, 2, 3, Säule. Das muss weg. Aua. Eine Spitzhacke. So. 1, 2, 3. So. Und hier auch nochmal. Weißt du, da baue ich mir extra schon Sachen vor, damit ich mich nicht konzentrieren muss. Und was mache ich? Ich fasse aus. Aha. Ich glaube, jetzt stimmt's wieder. Ja, jetzt könnte es wieder stimmen. So, weg, weg. Und weg. Dann haben wir jetzt hier 1, 2, 3 und dann wäre das hier. Ja. 1, 2, 3. Und 1, 2, 3. Sehr schön. Okay. Wunderbar. Ich mache hier einfach mal so eine kleine Treppe hin. Damit wir hier hochkommen. Gut. Dann wird jetzt hier auf den Säulen würden jetzt hier so 10 drauf kommen. Da muss ich noch überlegen, wie ich das machen möchte. Ich würde sagen. Mach das alles noch eins höher. So. So, so. Okay. Ach ja, hier fehlt ja noch der letzte. Zack, zack. Und zack, zack, zack. So, wie steht es eigentlich um die Zeit? 18 Minuten. Ja, geht ja noch. Kann man ja noch ein bisschen durchziehen hier. So. Okay, okay. So, wir wollen jetzt hier die Zinnen machen. Ich sollte vielleicht erstmal. Ich nehme mir erstmal ein paar solche in die Hand. Hier müssen dann Treppen hinkommen. Aber hier oben kann man theoretisch das mit Half-Slabs machen. Eigentlich. Ja, warum nicht? Also so. So, so. Und hier dann auch. Habe ich eigentlich Treppen dabei? Ja, hab ich sogar. Okay, die reichen dann auch. Das ist sehr gut. Dann wollen wir die direkt mal zur Hand nehmen. Ich glaube, ich mache das hier anders. Ich glaube, ich mache hier die Treppen lieber hier hin. Also eins reingebaut. Sonst wäre das ein bisschen zu massiv, denke ich mal. So, zack, 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 zack. Dann hier noch. So. Das Ganze da drüben noch. Jetzt dürfen wir hier eigentlich rüberlaufen können, ne? Ohne Probleme. Ja, sehr schön. Sieht auch schon mal ganz gut aus hier. Haben wir einen schönen Blick auf den verbachten Turm, die Kirche und auf die Stadt. Das Dorf, meine ich. Ist doch Wunderbärchen hier. Jetzt bin ich wieder zurückgelaufen. Ich Profi. War geplant. Ich wollte nur gucken, ob alles richtig ist. So. Dann kommt das hier noch weg. So. Pow, pow, pow. Pow, pow, pow. Exzellenter Kommentarstil wieder. Pow, pow, pow. So. Okay, jetzt müssen wir uns um die Zinnen kümmern. Wie machen wir das? Ich würde erstmal gerne ein paar. Oh, ich habe gar keine Workbench. Nein, ich habe keine Workbench. Hilfe! Hilfe! Ich habe auch kein Holz. Hilfe! Workbench. Habe ich hier Holz? Ja. Okay. Alles cool. Alles unter Kontrolle. Nehme ich mir mal dich mit.
Und dann fliege ich wieder rüber. So. Bats! So. Dann mache ich mir meine Workbench hier. Zack. Zack, zack. Pow. Dann mache ich jetzt mir mal so ein paar Stüfchen. So. Gut. Dann würde ich jetzt gerne... Ach, hier geht das ein bisschen schlecht. Wobei, kannst trotzdem noch irgendwie so machen. So. Ach, shit. Nee, das geht hier tatsächlich nicht. Wie mache ich das hier? Verdammt. Das geht gar nicht so, wie ich mir gedacht habe. Das ist jetzt doof. Das ist jetzt echt doof. Wenn ich das halt so mache, dann ist das... Das geht halt einfach nicht auf. Das geht einfach nicht auf. Muss das jetzt mit Treppen hier machen? Wahrscheinlich. Ja, dann muss ich das wohl mit Steinziegeltreppen machen. Okay, dann mache ich das halt erst hier. Hier muss dann wahrscheinlich noch ein weiterer drauf. Ja. So, dann machen wir hier solche Dinge. Ja. Genau. Hier muss dann das so rüberkommen. In etwa. Aber ich weiß gar nicht, wie ich das dann am Ende so mache, dass das irgendwie übereinstimmt. Also, jetzt habe ich ja hier diese Stufen hier drin. Und das zerstört dann hier so ein bisschen das Geländer dann. Also ich muss das Gelände jetzt hier an die Stufen anpassen. Das ist ein bisschen... weiß ich nicht, ob das gut klappt. Mal gucken. So. Mal gucken. Hier will es dann hochgehen. Zack. So. Hier ganz normal, da so rüber. So. Dann machen wir da oben drüber nochmal eins, oder? Ja, da machen wir dann noch ein fettes Gelände drüber mit Zinn drauf, würde ich sagen. Oder, ich weiß noch nicht. Muss ich gucken, wie ich das mache, Mensch. Ich weiß es doch nicht. Hör auf, mich zusammenzuschlagen. Was? Brauche ich mehr Stufis? Kann ich das hier unten dran pappen irgendwie? Wahrscheinlich nicht. Nee. Gut. Dann ebenso. Pam pam. So, und zack. Mann! Mach doch mal da was richtig, Mensch. Please. So. Und jetzt hier. Zack. Und wieder weg mit dir. Und wieder hin mit dir. Wer hat denn dich hier platziert, Mensch? Du bist auch vollkommen falsch. So. Direkt mal so, dann kann ich dich wegmachen. Zack. Und jetzt schneit es. Und hier regnet es. Geil. So mag ich das. So mag ich das. Chaotische Natur. Mann. Ich doch was richtig machen hier. Wenigstens kriege ich es wieder. So, zack. Zack, zack. Bada, bada. So, hier muss wieder eins nach oben gebaut werden. Richtig. Das heißt, wir haben wahrscheinlich jetzt alles genau gleich gebaut wie da drüben. Das finde ich super. Ich brauche noch mehr Stüfchen. Machen wir jetzt mal zweimal hier. So, 12 Stück. Müsste dann hoffentlich reichen. So. Falls ihr euch fragt, warum ich überhaupt, wie habe ich das hier gemacht? Weiß ich nicht. Warum ich überhaupt, normale Steinstufen nehme, nicht Ziegelsteinstufen. Einfach, weil es dann ein bisschen farbliche Abwechslung gibt. Ja. So, hier kann ich eigentlich das noch so machen. So. Und weiter dann nicht mehr. Okay. Wir sind jetzt schon bei 25 Minuten. Also ich glaube, ich müsste langsam aufhören. Denke ich mal.
Da kann ich mir das ja für die nächste Folge dann nochmal überlegen, wie ich das mache. Ja, das klingt nach einem Plan. Dann gucken wir uns das Ganze nochmal an. Hier. Ja. Kann man so anbieten. Da kommen natürlich noch ein paar Sachen dazu. Also das, die Mauer ist jetzt hier so, wie sie jetzt hier an der Seite ist, noch nicht fertig. Es geht dann da noch unten durch. Es wird ein bisschen mühsam zum Bauen. Und dazwischen hier kommt auch noch was. Ich hoffe, das wird ganz gut. Das heißt, sieht eher aus wie eine Brücke als wie eine Mauer. Ja, hoffentlich ändert sich das noch. Ja gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, Leute. Warte, ich mach mal hier einen Regen aus. Die ist ja nicht zum Aushalten hoch. Toggle. Ich muss natürlich noch einen Slash hinpacken. Toggle downfall, danke. Und Time Set. So. Wie auch was sehen hier. Ja. Passt doch. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Und tschö. Danke, dass ihr zugesehen habt. Freut mich.